allem das Spiel mit seinem eigenen Tempo, das ist auch sehr wichtig. Oh, nice. Oh! Ja! Und dann hast du, ja, Bundesliga verdienen die Nationalspieler bestimmt 30, 40.000 netto. Und auch der Behind the Back, der war gerade sehr schön. Ja. Oh, okay, oh, schön. Freunde, neues YouTube-Video. Wir drehen heute eine besondere Edition. Ihr seht es schon, wir drehen eine Basketball-Edition. Hinter mir, seht ihr schon, haben wir coole Baller am Start. Ich will auch gar nicht so lange labern, kommen wir direkt zur Jury-Vorstellung. So, Freunde, mein Name ist Sia, Fußball-Creator, aber auch großer Basketball-Fan. Aber neben mir geht's spannend weiter. So, zur Vorstellung stehe ich erstmal auf. Ich bin Michael Slomke, aka Slomking, und ich bin Influencer im Basketballbereich und heute der Experte. Das war ein Clean. Ja. Was geht? Ich bin Marvin oder auch Marvin TSP. Ich bin Influencer, Content Creator. Ich mache normalerweise Comedy-Videos. Habe ich auch lange Basketball gespielt, bis zu meiner Knieverletzung, wie jeder sagt. Aber ja, ich bin sehr, sehr gespannt und ich lasse mich überraschen. Hallo, mein Name ist Doruk. Ich spiele seit 15 Jahren Basketball. Ich habe früher in der Regionalliga gespielt, habe auch viele Basketballprofis als Freunde. Und ich freue mich heute, hier den Basketballprofi herauszufinden. Ja. Ja, ihr seht es schon, Freunde, wir haben wirklich Basketball-Expertise hier neben mir. Richtig, richtig cool. Aber jetzt kommen wir auch direkt mal zur Baller-Vorstellung. My name is Cam Goss. I'm 29 years old. Play for Kirshan Knights. And I'm a point guard. Ich bin Detron Andrews, ich spiele bei den Fraport Skyliners, ich bin 20 Jahre alt und ich spiele auf der Position 1 und 2, also Point Guard und Shooting Guard. Hi, ich bin Orkun, ich bin 24 Jahre alt, spiele bei 3x3 der Baum Gießen und ich bin professioneller 3x3-Spieler. Hi, ich bin Luis Figge, 26 Jahre alt, spiele Shooting Guard und Small Forward hier bei den Gießen 46ers. Ich bin Felix, 26 Jahre alt, spiele bei den Nürnberger Falcons und spiele auf der Position Small Forward. So, Freunde, ihr seht schon, wir haben echt krasse Baller mit am Start. Ich will auch gar nicht so lange labern. Kommen wir direkt zur ersten Challenge. Das ist quasi die Five-Shot-Challenge für Basketballer. Wird euch Michael aber gleich genauer erklären. So. Damit ich meine Tricks immer verletzungsfrei durchziehen kann, benutze ich nach meinem Workout die Fitgun. Freunde, die Fitgun ist für jedermann, der einfach Muskelverspannung und Muskelverhärtung hat. Damit kann man sich wunderbar überall selber massieren. Und mit dem Code BALLER50 spart ihr sogar 50% auf die Gun. So, ich habe die Ehre, nochmal alles zu erklären. Wir fangen an von hier mit einem Freiwurf. Dann gehen wir hier einmal um den Stuhl rum, machen von hier dann einen Wurf, laufen dann einmal hier eng durch, nehmen den Ball auf, von hier dann einen Dreier. Dann gibt es mit Verteidigung nochmal einen Corner Free, dann kriegt man nochmal einen Pass und geht vor zum Floater mit einer Verteidigung. Und ich bin gespannt, wie die Teilnehmer jetzt abschließen werden. Wenn du ready bist, Cam, let's go! Auf geht's, Cam! Let's get it! We wanna see something! Hey. Oh, erstmal du, Rack, richtig. Bruder, sieht so geil aus. Ja, safe. Free throw, wichtig. Free throw, wichtig. So, erster Wurf. Ah! Der ist nice. Stark. Schön niedriger Release auf jeden Fall. Ah, okay. Aber bewegt sich auf jeden Fall sehr flüssig. Also da ist kein Haken irgendwie dran. Sehr nice. Sehr nice. Das ist ja nicht wie beim Fußball, wo du sagst, du achtest nur auf die Trefferquote. Genau, ja. Ja. Sehr nice. Yes. Ja. Fundamentals auf jeden Fall da. Oh yeah!
Let's go! Also, er sieht gut aus. Aber 4 von 5 kann man starten. Sehr smoothes Movement. Also, er bewegt sich sehr, zack, zack. Ja. Ich mag ihn, Alter. Erinnert mich so, ich habe bei YouTube mal diese Hoodprints früher geguckt und so. Und ich weiß nicht, ich sehe den da, wie er so am Park so ein paar am Natzen ist. Ja, Mann. Geiler, so geiler Ankelbäcker. nicht nur mal die Trefferquote, ich mag ihn. Er ist richtig so shifty. So. Ja, Mann. Weißt du, er ist so da. Sehr, sehr cleaner Typ auf jeden Fall. Gehst du nochmal Dead Hand? Dead One. Dead One, let's go! Was ist ein interessanter Name, Digga, aber ich bin gespannt. Sehr gespannt. Okay. Okay. Vor allem die Flugkurve war richtig hoch. Er ist gerade sehr, sehr clean. Oh, sehr smooth. Schöner Wurf. Oh ja! Okay. Dead One. Catch and shoot auch. Aber okay. Der letzte kein Floater. Der Floater war nicht so gut. Aber an sich trotzdem sehr stabil. Was müsst ihr dann für die Zuschauer erklären, die vielleicht kein Basketball gucken, ganz kurz in die Cam, so was ein Floater ist? Dann also ein Floater ist zum Beispiel, wenn du wie zu einem Layup gehst und 1-2 Schritte machst und dann den mit dem Touch hoch, einen hohen Arc versuchst, den reinzumachen. Genau, jetzt nicht sozusagen stoppst. Und dann ganz normal wie bei einem Wurf wirfst. Also bei einem Wurf klappt man eigentlich immer das Handgelenk um, aber bei einem Floater geht er einfach nur gerade nach oben. Man pusht den so, man drückt ihn so nach oben. Dass der so schön reinfliegt. Dann wisst ihr auch Bescheid für die Leute, die vielleicht nicht so häufig Basketball gucken. Ein paar Begriffserklärungen. Nächster Mann, Orkun. Der hat jetzt so halb deutsch gesagt. Ja. Nix, alles gut. Orkun. Let's go! Ja, gerne. Türkischer Zeig, Basketball. Da sind die Hallen immer richtig laut. Okay. Bisher jeder hat einen Free-Throw reingemacht. Das war sogar ein Airball. Das war ein Airball. Egal, vielleicht einfach ein bisschen nervös. Okay, aber der war clean. Jetzt bin ich auf den Dreier gefallen. Jetzt bin ich gespannt bei dem. Ja, da war der Rhythmus. Jetzt der Floater. Und? Floater war schön. Der hat ist aber alles. Ist schon okay gewesen. Der hat halt alles vorsichtig gemacht, sehr langsam. So einer auf der Wild treffen. Der hat wieder drei von fünf, gell? Aber was mir gefallen hat, ist, dass er beim Floater das Handgelenk geklappt hat. Drei hat er. Er hat Dreier und Floater. Aber halt Airball. Der wirkte halt ein bisschen nervöser. Weißt du, wollte so richtig aufs Safe gehen. Beim Aufwärmen bei der Mitte. Luis, let's go! Shooting Guard. Das war jetzt der größte Teilnehmer, ne? Der kommt auch so mit schöner Gier, so, weißt du? Oh, okay. Super Tempo rein. Junge, was ist das? Okay. Guck mal, die Beine auch. Die schönen die paar Luis, Beine. Junge. Geile Beinarbeit. Guck mal, die Beine, die schönen. Digga, da ist. Flauter. Alter, Joker, Junge. Okay. Das war tough, ja. Let's go! Also, was ich sagen kann, ist, dass er der Erste war, wo der Ball sich wirklich immer nur nach hinten gedreht hat. Und er hatte so ein richtig geiles Tempo. Ja, weißt du, ein Fuß rum, anderer rum, direkt hoch. Der war echt schönes Tempo. Und auch schöne Kontrolle so vom. Felix, ready? Felix, der Allrounder, let's go! Der beim Aufwärmen so kranke Dunks drauf. Okay, aber der war schon mal sehr, sehr schön. Clean. Der läuft so. Der hat so eine Entspanntheit. Der hat so eine Entspanntheit, aber so trotzdem so smooth, weißt du, wie ich meine? Der hat auch die schönste Form. Ich finde das so geil, wenn so Riesen laufen. Der Mann ist geil. Der Wurf. Okay. Dreier. Ja, mit Defense. Okay. Aber kaum ist so schwer. Flauter. Und schöner Flauter. Den macht er locker. Schade, hätte ich ihm gegönnt, aber. Der 3 von 5, aber er hat auf jeden Fall, ich finde so vom. Er hatte nicht den schnellsten Lauf, aber so den entspanntesten und so smoothesten Lauf, weißt du? So leichtfüßig. Ja, der hat so einen Borderlauf. So, Freunde, wir müssen jetzt eine Entscheidung treffen nach dem Durchgang. Einer muss uns jetzt quasi verlassen. Ich fange aber trotzdem mit dem Besten an. Mir hat besonders gut gefallen Luis auf jeden Fall. Ja, so gut wie ich das beurteilen kann, auf jeden Fall eine unglaubliche Dynamik. Auch der Bewegungsablauf war heftig, also wirklich richtig, richtig stark. Und Cam, der angefangen ist, auch da so einen richtig geschmeidigen Ablauf. Das waren für mich so die beiden stärksten. Die anderen waren alle auch sehr, sehr stark. Felix hat mir gut gefallen, wo ich sage, der am vorsichtigsten agiert hat, wo man sagt, okay, das war trotzdem ein guter Durchgang, aber der trotzdem von allen so ein bisschen vorsichtiger, und nicht ganz so dynamisch war für mich so Orkun. Und deshalb würde ich Orkun bei mir rauswählen. War mein Call, aber ich bin mal gespannt, was ihr so sagt. Doch, an sich sehr gut analysiert. Ich würde auch sagen, Luis und Cam waren am stabilsten, einfach selber Rhythmus gehabt, immer ein schönes Tempo gehalten und auch die höchste Trefferquote natürlich. Genau, ja, ich bin immer noch am Entscheiden zwischen Orkun und Dead One, aber ich glaube, ich gehe mit einem Dead One. Dead One raus? Ja. Ja, also ich fand auch Tempo, Luis, krass,
richtig schön clean gewesen, richtig bam bam um die Stühle rum. Felix fand ich, ist für mich, auch wenn er 3 von 5 getroffen hat, am smoothsten gelaufen. Der hat so diesen Ballerlauf, der ist so rumgejoggt, aber dann trotzdem schönen Antritt gehabt zum Ball und dann auch sehr, sehr schönen Release gehabt und guten Wurf. Bei Orkon und Dead One war ich mir so ein bisschen unsicher, weil Dead One hat keinen Floater gemacht am Ende. Und Orkon hatte den Airball, also ich... Boah. Also ich sag, ich entscheide mich für Dead One. Okay, Leute, also ich fand auch alle eine gute Performance. Cam vor allem als Point Guard, ich bin selber Point Guard. Der hat ein sehr smoothes Game. Und Dead One auch sehr gut, aber mir am meisten hat mir Luis gefallen und Felix. Felix auf jeden Fall mein Top-Kandidat heute. Aber wen ich jetzt rauswählen würde, ich glaube einfach nur aus dem Grund, dass Dead One bei keinen Floater gemacht hat, würde ich Dead One rauswählen. Hast du was zu deiner Verteidigung zu sagen? Nein, alles gut. Aber ich hätte dich gerne noch weiter gesehen, aber Jury hat mich überstimmt und ihr seid ja auch die Experten. Deshalb vielen, vielen Dank, Dead One, dass du mitgemacht hast. Hat Spaß gemacht mit dir, Maschine. War sauber. Okay. Der Wurf war auf jeden Fall trotzdem smooth. So, Freunde, wir gehen jetzt in die 2 gegen 2 Duelle. Da freue ich mich mega drauf. Das ist nämlich die nächste Challenge. Wir spielen bis 7 Punkten, aber Marvin wird es euch gleich genauer erklären. Stop that. Also ganz easy, um zu sehen, was die jetzt echt drauf haben. Machen wir jetzt erstmal ein 2 gegen 2. Ist ganz easy, bis 7. Dreier zählt 2 Punkte, alles andere 1 Punkt. Sobald, sag ich mal, er verwirft, was wir nicht hoffen, aber wenn er verwirft und, sag ich mal, Ballwechsel ist, müssen die wieder raus aus dem Dreier, um wieder einen Angriff starten zu können. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß und viel Glück und ich bin sehr gespannt, was ihr abliefern werdet. Also Luis wirft jetzt gleich einen Dreier, wenn er trifft, haben die Ball und wenn nicht, haben wir die anderen Ball. Um Ballwechsel. Genau. Let's go! Luis, Druck ist da. Luis! Ja. Oh, yeah. Okay. Ice in his veins! 0-0-0-0. Luis, er sieht gut aus, Ich mag Luis Seiter. Ist eine geile Kombo, der Kleinste mit dem Größten zusammen. Ja, ich schlag hier einmal Luis. Wenn du mal ein paar Mal daneben wirfst, dann reicht auch schon ein Punkt aus. Sehr sicher. Okay! Cam hat den kurz ins Kino geschickt. Ja. Chris hier, bye-bye. Ist das so einer? Könnte sein. Also ein Streetball. Au! Okay, er hat einen sehr schönen Wurf. Fußballer, so wie ich halt. Ja, so oder wie Freestyler. Ich mein Felix, gell? Ich mein Felix. Ich bin ein Dreier. Ja. 2-1 Felix. 2-1 Felix, let's go! Die starke Defense. Der Cam ist schon gut. Das ist man merkt, der hat Selbstbewusstsein. Der hat seinen Tempowechsel. Der hat richtig Selbstbewusstsein, gell? Der ist richtig klar. Der hat sich jetzt auch Zeit gelassen, hat nicht direkt geworfen, sondern auch mal nach Louis geschaut. Oh, nice Wurf. Ja, okay. Alter, der ist ein Shooter. 4-1 jetzt, gell? Okay, er muss immer Stark. Das war nice. Er ist da. Trotzdem hat der Luis nicht gesehen. Da war ein offener Pass eigentlich da. Aber kurz davor, gell? Sobald er 2 Schritte drin war, war es genau, dann war es richtig. Oh, nice Pass. Super Pass. Felix. Luis! Luis, aber. Aber er hat direkt wieder zurückgeholt. 3-2, ne? 4-3. 4-3, gell? Ja, ja. Stark. Aber der Felix ist auch super shifty. Der war extrem clean. Er ist zurückgegangen. Ins Gesicht. Alter. Mach kein Feier? Nein. Bisher eigentlich Cam. Offensiv nur Cam. Ja, Cam ist. Man merkt, der hat richtig Bock. Cam hat richtig Bock. Weißt du? Vor allem der spielt mit seinem eigenen Tempo. Das ist auch sehr wichtig. Oh, nice. Oh! Ja! Holy shit! Junge, das hätte ich nicht erwartet. Das hätte ich nicht erwartet, dass er auf einmal so einen raushaut. Junge, krass. In Game gedacht. Guck mal, wie er grinsen muss. Er kann gar nicht mehr halten. Krass. Das ist aber krass geworden. Komm schon. Ich will mal gucken, ob jetzt Cam auch abpasst. Nee. Nice. Ich liebe ihn nicht. Also wenn jetzt ein Dreier drin ist, dann ist es zu Ende. Oh, gut, auch. Der will auch okay, einer ist frei. Stark. Aber nice, der Pass kommt. Und dann richtig schön reingelegt. Clean. Also schöner Fake. Jeder wusste, der Pass kommt. War richtig schöner Fake. So, jetzt muss Luis eigentlich nur einen raushauen. Mit der Größe. Okay. Jetzt haben sie die Chance. Jetzt ja. DF. Jetzt muss die Defense Feierabend machen. Jetzt muss Defense stimmen. Ja, für Stiefel stimmt. Oh, gut. Aber verloren.
Egal, Ball ist das wäre Highlight gewesen, ohne Scheiß. Stark, Cam. Aber Cam ist da, weißt du? Stark, Cam. Er macht, richtig gute Defense dafür, dass er halt nicht der Größte ist. Er macht richtig gute Defense. Ja. Er ist da. Weil wenn du tief bist und an den Hüften checkst. Ich bin ehrlich, ich hab keine Ahnung, wen ich rausvoten würde jetzt, ne? Oh! Ja, ey! Aber Cam ist es nicht! Boah! Er beendet das so auf ganz Ende. 7-6, ist zu Ende! 7-6. Holy shit. 7-6, sehr spannend. Aber geiles Match. Ey, ich bin dir ehrlich, das war so ausgeglichen. Das ist so tough, das jetzt zu beurteilen. Also Freunde, was für ein unglaubliches Duell wir einfach gesehen haben. Wird jetzt auf jeden Fall schwierig, eine Entscheidung zu treffen. Deshalb werfe ich den Ball rüber. Marvin, kannst gerne mal anfangen. Boah, also ich sag ehrlich, Cam, you did well. Richtig, richtig gute Tempowechsel. Vor allem ist ja von der Größe her der Kleinste, aber vom Tempo her war er auf jeden Fall der Schnellste. Immer direkt auch in die Defense gegangen, immer direkt dran gewesen und hat auch richtig gute Defense gemacht. Also, top, muss man wirklich sagen, auch um den Ball gekämpft. Ich fand Luis war auch richtig, richtig gut, auch mit dem Dunk. Der hätte ich nicht erwartet. Ich habe beim Aufwärmen und so nichts davon gesehen und auf einmal knallt er so einen Dunk auch noch in-game raus. Der war richtig, richtig schön. Felix, auch super gespielt, auch du bist da gewesen, auch einmal, du hast echt gut gefaked dann, zack, rüber. Bei Orkan, bei dir war ich, du warst ein bisschen zurückhaltend manchmal, Orkan, du warst ein bisschen zurückhaltend, du bist ab und zu bist du wieder voll reingegangen, aber dann hast du wieder so ein bisschen langsamer gemacht, dein Dreier-Game war auf jeden Fall da. Für mich muss ich leider sagen, dass Orkan, dass du jetzt hier gerade am schwächsten performt hast, aber trotzdem super, ich fand einfach, es war einfach ein kleines bisschen unter den anderen drunter, aber trotzdem nochmal große Props an dich. War richtig, richtig super. Krasses Game, wirklich. Ich habe es am Anfang überhaupt nicht erwartet. Ich dachte, so Cam und Luis ist die bessere Kombination, aber die haben mit den Dreiern schon echt sehr gut zugesetzt. Da war ich von Felix sehr überrascht, dass er da so sicher getroffen hat. Von Orkun eigentlich auch. Und genauso wie du es gesagt hast, würde ich auch den Orkun eher rausvoten, einfach weil die anderen in der Defense und in der Offense sehr ein hohes Niveau hatten und die anderen waren ein bisschen auffälliger als Orkun, aber trotzdem krankes Game. Also Leute, es war super spannend, ihr habt alle sehr gut gespielt, vor allem Cam, du hattest den Ball immer sicher bei dir in der Hand, auch wenn du gepressured wurdest, trotzdem das Dribbling alive zu halten ist sehr schwierig, ja. Felix sowieso. Sehr stark gespielt, auch mit dem Fake beim Pick and Roll. Du und Orkun haben ein gutes Pick and Roll Game die ganze Zeit abgeliefert. Und ich glaube, ich gehe auch mit Orkun. Deswegen, ja. Ja, dann ist die Entscheidung quasi schon vorweggefallen. Ich wäre aber auch mit Orkun mitgegangen. Ich fand Cam auch mit am stärksten. Felix hat mich auch extrem überrascht, aber ich fand Luis auch, der ist so defensiv eine Gestalt. Halt stabil gewesen. Defensiv so eine absolute Gestalt und dann packt er diesen Dank aus, wo ich dachte, so krank. Unter vier Krassen musst du einen, der minimal abfällt, dann halt rauskicken, weißt du. Ich war auch von Orkun überrascht, wenn er dynamisch wurde, dann hast du so eine Gewalt vor dir gehabt, so gefühlt. Aber dann war es halt ein bisschen weniger im Vergleich zu allen anderen. Deshalb bedanke ich mich auch bei Orkun und hat mega Bock gemacht mit der Maschine. Ja. So, Freunde, wir sind jetzt im Halbfinale. Wir haben wirklich noch krasse Kandidaten dabei. Cam, Luis und Felix noch mit am Start. Für das Halbfinale haben wir so eine kleine Skill-Challenge ausgedacht. Und das wird, glaube ich, richtig, richtig cool. Deshalb Feuer frei fürs Halbfinale. So, es geht wieder los mit einem kleinen Parcours. Erst hier ein Dreier, bis man getroffen hat. Dann geht es weiter mit dem Dreier hier. Wenn man hier wieder getroffen hat, geht es weiter zum Korbleger. Boom. Man muss dann jetzt hier den Ball abpassen und versuchen zu treffen. Wenn man das geschafft hat, dann geht es weiter zu einem Dribbelparcours. Einfach hier am Hütchen immer einen Dribbel machen. Und dann geht es weiter hier zu einem 1 gegen 1. Ach, schade. Aber genau so läuft es ab. Okay, Luis, ready? Okay, Luis, ich bin gespannt. Ah, da war ich schon auf dem Weg. Ja, der dachte, geht rein. Der ist ein sehr schöner Shooter. Vor allem sieht bei ihm so ganz effortless aus. Ja. Aber gut, ohne Probleme. Okay. Mein Dienst darf. Okay, okay. Locker. Okay. Nice. Dank war schön. Okay, auch direkt First Try. Erst First Try. Zack. Gut, zack. Der hat auch einen Shooter-Hand. Sehr schön. Ja, das war clean. Deine Hände finde ich sehr schön. Oh, guck mal. Das ist diese Variante. Oh! Ja! Ja!
Genau sowas will ich sehen. Stark, stark, stark. Oh, das war ein sehr schönes Maschine. Erstmal sehr smooth vorbei, sehr schnell und dann zum Dank hoch. Der ist auch ein Athlet. Wir haben vorher gesehen, der ist auch mal rechts, der ist variabel, der kann rechts und links gehen. Warte mal, der hat jetzt bei beiden Games hat er 2 gegen 2 und beim 1 gegen 1 Dank gemacht. Ja, boah, okay. Okay. Ich hab mir nur gewünscht, dass er mehr getroffen hätte am Anfang. Das wäre schön gewesen. Also im 2 gegen 2 war auf jeden Fall ein Shooter. Ja, war ein schöner Wurf. Genau so. Felix. Und danke. Auch so schön wie er hier mit. Streichelt den Ball auf First Try direkt. Das kann jetzt richtig schön werden. Dribbling war das war nicht so. Genau, nicht besonders. Ist besser auf jeden Fall. Oh shit. Hätte er den getroffen, beendet. Okay. Hätte er das gepackt, dann wäre es vorbei gewesen, die Runde. Das wäre Endlevel gewesen. Der Versuch zählt. Aber auch das war nice. Ich fand den einzigen, also ich fand Luis beim Dribbling war nicht besser. Ja. Ich fand hier auch bei den letzten zwei, ich weiß nicht, aber er ist ja so zu entspannt. Er geht nicht in diese schnelle Dribbling. Die Koordination hat ein bisschen gefehlt. Ja, so dieses, aber die Würfe waren super schön. Ja. Und auch jetzt am Ende hätte er den Dank gehittet. Ich kann halt bei Felix nicht sagen, ob er 100% gibt oder nicht. Ja, ich auch nicht. Weil der ist so entspannt, weißt du, ich meine? Ja, der ist so entspannt, der ist so locker drauf, deswegen. Okay, Cam. Are you ready? Let's go! Boah, ich bin gespannt. Boah, okay. So clean, Mann. Ja, der ist sogar mit Step Back. Okay. Geht in out. Okay. Yes. Okay, sehr nice. Der war sehr clean, Klar, schöne Player. Danke, erwarten. Okay. Passt. Jetzt sieht sehr, sehr strong aus. Pässe hat es so. Oh, nee, ja, dieses Rippen ist schon nice. Und auch der Behind the Back, der war gerade sehr schön. Ja. Oh, okay, war schön. Da wollte das nicht. Der wäre top gewesen. Guck mal, Leute, was mir jetzt gerade auffällt, ist, der finisht immer nur mit rechts. Selbst jetzt wollte er mit links machen. Warum nicht die linke Hand benutzen? Auf der linken Seite, aber wolltest du mit rechts? Genau, da fehlt mir ein bisschen so die Basic mit links. Ja. So, Freunde, jetzt haben wir das Halbfinale gesehen. Auch wieder einige Erkenntnisse. Ich fange auch gerne persönlich an. Luis für mich absoluter Top-Favorit, nach dem, was ich jetzt gesehen habe. Absolute Maschine. Felix auch nochmal aufgeblüht, hat mir auch gut gefallen. Wollt ihr die Jungs trotzdem nochmal fragen, was sie so... So, as you guys all know, my name is Cam Goss. I've been playing basketball for most of my life. I kind of started when I was 18. A little later than most. I've been playing in Germany for 3 seasons. I'm originally from Arizona, but I live in LA, Compton Carson. And so I play for Kirchheim Knights. Up here, and this is my 3rd season. Okay. Stabil, erst mit 18 angefangen. Ich habe auch super spät angefangen, mit 16. Das spricht für Streetball, meiner Meinung nach. Ja. Also ich finde, weil das Ding war bei mir auch, ich habe relativ spät angefangen und für mich war es schwer, diese ganzen Basics, die man als Kind sehr einfach reinbekommt, diese ganzen Drills, diese ganzen Sachen gut hinzubekommen. Bei ihm, man hat gesehen, super. Aber ich glaube, es gibt auch so eher so diese Streetballer-Vibes. Ja, ja, gerade halt eben dieses Links-Rechts-Layup. Das war halt das Ausschlaggebende, würde ich mal sagen. Felix, gerne einfach deinen Werdegang. Ich habe auch schon in jungen Jahren, ich kann euch keine genaue Angabe geben, aber in jungen Jahren, ich würde sagen, so 7, 8 angefangen Basketball zu spielen. Habe lange in Licht gespielt, war dann 2 Jahre hier in Gießen. Und bin seit diesem Jahr in Nürnberg tatsächlich und ja, mein Vorbild, ich würde mal so LeBron James sagen, so die Person, zu der man aufguckt, so, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so spiele wie er, aber so, das ist so die Person, warum ich Basketball so lieben gelernt habe. Was ich zu ihm sagen würde, er hat so diesen Basketballer-Walk, weißt du, das ist der Junge, genauso wie diese amerikanischen Basketballer. So, er läuft so zum Ball hin und auf einmal ist er so und dann läuft er wieder so zum Ball weg. Obwohl beim Aufwärmen, du gefällst mir, aber ich finde es sehr, sehr schwer. Immer noch. Bouncy halt, ja. Also dein Bounce ist auf jeden Fall krass. Felix, darf ich dich fragen, wie viel du geaveraged hast? In welchem Jahr? Im letzten Jahr. Im letzten Jahr? Ja. Ich müsste jetzt mal ungefähr, ich würde sagen 15, 5 und 5. Okay, 5 und 5? Okay, stark. Auf wie viele Minuten? Stark. Wie bitte? Auf wie viele Minuten? 28. Irgendwie sowas, 28, 30. Alter, stark. Stark, ja. Das riecht gut. Okay. Ja, Luis, gerne. Ich bin Luis Figge, spiele seitdem ich 6 bin Basketball. Habe angefangen in Paderborn, da wurde ich dann auch Profi mit 17. Habe auch alle Jugendnationalmannschaften durchgelaufen, von der U15 bis zur A2-Nazio sogar, also sozusagen die U23-Nazio.
habe 4 Europameisterschaften gespielt in der Jugendnation und bin seitdem ich 17 bin, mit 18 dann nach Braunschweig, 3 Jahre Erstliga gegangen, dann nochmal ein Jahr zweite Liga, nochmal ein Jahr erste Liga und jetzt seit 2 Jahren wieder zweite Liga, erst in Leverkusen, jetzt in Gießen und jetzt gehe ich in die zweite Saison in Gießen. Boah, okay. Er hat es auf jeden Fall, also wenn das nicht stimmt, dann ist er auf jeden Fall ein Auswendiglehrer Tom. Also, der ist ja auch 26. Ist das so bei Basketball dann so ähnlich wie bei Fußballern die Karriere, dass die so bis 35 ja, ist die Grenze? Du machst dir die Knie kaputt. Ist das so, dass das die Grenze ist? Ja. Schon hin, ja. Früher sind die Knie kaputt, bei mir schon mit 18. Meine Hüfte ist auch am Arsch. Es gibt die wenigen, die jetzt so bis 40 oder so zocken. Ja, ganz wenige. Ganz LeBron ist eine Ausnahme. Ja, ja. Durant ist, wie alt ist der? So? 36. 30, 34 ja, hätte ich jetzt 38. Auch gesagt. Aber ihm, ich sag bei ihm, man merkt, dass er auch früh angefangen hat, ich finde die Basics sitzen. Also er hat so ein sicheres Spiel. Ich finde, das merkt man und man sieht es richtig, er geht richtig sicher rein. Auch hier bei den Drills, beim Dribbling. Also Luis, ich hätte da noch eine Frage. Spielst du lieber Shooting Guard oder Small Forward? Ja, ich würde gerne mehr Shooting Guard spielen, aber ich kriege nicht so oft den Ball im Pick and Roll leider. Würde ich mehr machen. Ich habe früher Point Guard gespielt, aber jetzt bin ich halt eher so auf der 3. Ist auch okay, weil wir halt immer sehr, sehr viele Dribbler auch haben. Ich hätte auch noch eine Frage. Du hast ja gesagt, du hast erste und zweite Liga gespielt. Wie ist das da mit dem Gehalt, die Unterschiede? Das interessiert mich mal. Was verdient man wesentlich mehr in der ersten Liga als in der zweiten Liga? Ist das so wie beim Fußball? Ist nicht ganz so, weil du hast in der zweiten Liga so eine deutschen Regelung, dass immer 2 Deutsche mindestens auf dem Spielfeld sein müssen. In der ersten Liga können theoretisch 5 Amerikaner auf einmal spielen. Und dementsprechend ist es wichtig, die Teams in der zweiten Liga, die aufsteigen wollen, brauchen halt immer 3, 4, 5 richtig starke Deutsche und die werden halt auch gut bezahlt. Und in den unteren Vereinen in der ersten Liga hat man dann halt meistens ein paar mehr Ausländer und dementsprechend verdienen also 2, 3 Deutsche sehr gutes Geld. Also klar, in den obersten Vereinen in Bayern und in Alba, da verdienst du einen Haufen Kohle, aber so der Übergang ist ein bisschen fließender von so schlechten BBL-Teams zu guten ProA-Teams. Bei Bayern ist ja ein guter Basketballverein. Gibt es da auch Millionengehälter und so? Ja, im Basketball ist alles, was man hört, ist immer netto, weil sozusagen, wenn die Amerikaner hinkommen, wollen die einfach nur wissen, was sie am Ende raus haben. Du kriegst dann immer eine Wohnung und ein Auto dazu. Das ist auch in den dritten Ligen und vierten Ligen hast du auch immer noch 1, 2 Ausländer meistens dabei. Aber sonst hast du halt immer Auto und Wohnung. Das heißt, du kommst in irgendeinen Standort, musst dich nicht drum kümmern. Und dann hast du, kommt drauf an, halt von einem kleinen 4-stelligen Betrag netto bis, keine Ahnung, ja, Bundesliga verdienen die Nationalspieler bestimmt 30.000, 40.000 netto. Oh, okay. 30.000, 40.000. Aber das sind halt, wie gesagt, sind nur so, keine Ahnung, 5 Spieler. Leben, ne? 6 Spieler. Und halt NBA ist nochmal komplett anderes Level. Ne? Ja, NBA ist ja 1 Million, da brauchen wir nicht. Also, Dennis Schröder ist halt Wahnsinn. Der macht halt 13, 14 Millionen, hat in seinem Top-Jahr 18 Millionen im Jahr gemacht. Wer jetzt? Dennis Schröder. Dennis Schröder macht ja so. Der macht jetzt gerade 13,5 im Jahr. 13,5 Millionen? Der spielt ja nicht EM. Ja, ich weiß, ich habe das Interview mit Leroy gesehen mit Dennis Schröder, aber ich habe jetzt nicht genau hingehört. Aber er ist auch ein brutaler Spieler. Ja, 13, ich habe den live gesehen bei der Europameisterschaft. Ja, da war ich auch dabei, ja. Da war, warst du in Berlin auch? Ja, ja, genau. Ich war auch da, hä? Lava. Ja. Ein kranker Spieler auf jeden Fall, aber wir reden von netto dann? Ja, in der NBA ist dann immer brutto. Die müssen es ja noch versteuern, aber trotzdem. Also ja, trotzdem ist die Top-NBA-Gehälter sind ja jetzt 50, 55 Millionen brutto halt, ne Dollar. Das ist schon krass. Also so viel, wie du in Saudi-Arabien verdienst jetzt im Fußball. Ach, verrückt, also, ey, geil. Ja, wir haben vorhin schon bei Felix sein Average gehört. Was ist bei dir so? So vom, was du so pro Spiel? Ich würde mal sagen, über die Karriere so 10 Punkte im Schnitt. Letztes Jahr 7, weil ich ein bisschen besseren Team spiele. Davor das Jahr halt 11, dieses Jahr gerade auch 7. Aber halt immer so 3, 4 Rebounds im Schnitt, 2, 3 Assists im Schnitt. Ich bin so Allrounder. Okay. Perfekt, danke dir. Ja, ich habe noch eine ganz kurze Frage. So, was war dein Spiel mit den meisten Punkten? Das ist einfach nur für mich jetzt Interessenfrage. Habe ich letztes Jahr habe ich eins mit 24 gehabt, davor das Jahr hatte ich eins mit 25 Punkten in der zweiten Liga halt, ja. Okay, ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Wen ich rauswählen würde, wäre tatsächlich Cam, weil ich denke, dass er persönlich, also das ist ein krasser Zocker, aber ich glaube, der ist so ein 1-gegen-1, so ein Alleingänger. Ich kann ihn mir schwer in so einem Mannschaftssport dann eher vorstellen. Da spielt es halt mit mehreren Leuten. Und ich glaube eher, dass er so für sich einfach ein überragender Zocker ist, aber für einen Profi-Basketballspieler in Deutschland sehe ich das so ein bisschen kritischer. Meine persönliche Meinung. Ich bin auf die Expertenrunde hier gespannt. Ja, also ich sag mal so, ich fand Luis brutal, also wirklich Dribbling top gewesen.
Plus dann eben auch die Würfe waren super schön. Aber dann auch am Ende der Dank nochmal rausgehauen. Genau schon wie beim 2 gegen 2. Bei Felix, ich fand es war sehr, sehr schöner Wurf. Sag ich mal, am Ende. Der Finisher war super, bloß halt leider daneben gegangen. Aber wäre sehr, sehr schön gewesen. Aber ich weiß, dass du es kannst, auch von der Sprungkraft und so. Das Einzige, was ich ein bisschen so zu locker fand, war das Dribbling. Da warst du so ein bisschen so am Chillen und bist nicht so wie die anderen zwei reingegangen. Da fand ich zum Beispiel Cam beim Dribbling sehr, sehr schnell gewesen. Zack, zack, zack. Also man hat fast nicht gesehen, es war super. Da hat mir bloß am Ende, habe ich auch schon beim 2 gegen 2 gesehen, immer Finisher mit rechts. Also du hast ein bisschen über links gegangen, aber hast sogar probiert, noch mit rechts zu finishen. Und das gibt mir auch ein bisschen so Streetballer-Vibes, so richtig gut, aber halt eher so im Streetball. Ich würde mich jetzt hier für Cam Entscheidung rauswählen. Ja, also zwar eine geile Runde, auf jeden Fall. Bei mir sind auch die Favoriten Luis und Felix. Bei Luis ist halt das Ding, er ist mit einer ganz anderen Energie reingegangen als die ganzen anderen. Ja. Er ist viel intensiver rein und wenn du ein bisschen höher spielst, dann musst du einfach mit so einer Energie mitmachen, weil da kannst du nicht einfach so ein bisschen joggen. Aber ich weiß jetzt auch nicht, wie die Jungs jetzt hier performt, ob die alle 100% gegeben haben. Ja, und das Argument mit, dass Cam nur die rechte Hand benutzt hat, auch bei den Layups, auch bei dem Fancy Layup, Reverse Layup, weiß ich nicht. Deswegen glaube ich, wähle ich auch Cam raus. Ja. Ja, ich habe jetzt ja nichts mehr wirklich zu sagen. Also, ich habe mich jetzt übertrumpft, aber ich kann mich dem nur anschließen. Gerade weil Cam immer nur die rechte Seite benutzt hat, eben, ja, das fällt halt ein bisschen auf. Und deswegen würde ich auch auf Cam gehen. Aber eine trotzdem Sache, super stark, ey. Eine Sache noch: Cam hat auch noch diese Perlen an den Brads. Ich glaube, als Profi kann man das nicht im Game spielen. Das kann deswegen sein. Okay, dann bedanke ich mich auf jeden Fall bei Cam. Vielen Dank fürs Mitmachen, auf jeden Fall. Super, ja, gemacht. War echt stark. Freunde, Finale, Luis gegen Felix, die zwei größten Spiele auch gegeneinander. Was gibt Schöneres? Was wollen wir? Natürlich das 1-gegen-1-Duell, ne? Also, Freunde, viel Spaß im Finale. Auf Luis. So, Jungs! Auf geht's! Let's go, let's go! Bisschen Energie! Boah, guck mal, direkt hohes Tempo. Boah, den Aufschlag Oh, Digga, es war key. 1-0 oder 2-0 jetzt? 2-0. Nee, 1, immer 1 Punkt. 1 Punkt. Bis wie viel? Machen? Bis 5. Oh, aber auch sehr nice. 1-1, 1-1, 5 war sehr, sehr schön. Digga, wir fangen hier das Finale an. 1-1, stark. Oh. One-Shot. Yeah. Okay, nice Defense. Schöne Offense von beiden. Ja. Yeah. Felix ist halt auch da, auf jeden Fall in der Defense. Merkt euch da. Guck mal, Körper da, alles da. Leicht gelockt, ne? Diese leichte Bumps, das war sehr, sehr schön. Zu viel fancy Shit, aber es war schwierig, weil ich wegen Content immer 1 gegen 1 mache. Spin Move. Sehr schön. Also, mich überzeugt es eigentlich eher, wenn man mit den Basics Punkten. 2-2, Jungs. Mit so fancy Stuff. Luis wird für mich wie so, der macht nicht so fancy Stuff. Guck mal, der spielt super ruhig. Der macht halt sein Dings. Der ist so geradlinig, ne? Der macht sein Dings. Und deswegen, er hat ja auch keinen so hohen Punkte-Average. Aber ich kann mir richtig vorstellen, er macht richtig gut auf der hohen Punkte. Ja, wahrscheinlich super effizient einfach, ne? Noch Defense. Er ist so einer, der rennt zurück. Der sprintet. Wisst ihr, was ich meine? Guck mal, wie der ist. Boah. Ja, guck mal. Ja. Er kann den Wurf safe. Aber die Verteidigung war halt echt richtig stark. Ja. Oh, mit dem Abstocken. Jetzt weiter. Tough. Ah, ja. Tough. Er fällt noch rein. Tough. Shoot das Touch. 4-2, ja. 3-2 steht's. 3-2. 3-2, oder? Ja. Ich hab 4. Hat er nicht 2 Links-Layups im Wurf? 4. Ah, sorry, ja. 4-2. 4-2. Jetzt, du hast recht, Gleich. Boah, schön. Aber er bewegt Luis nicht weit weg, also der ist immer dran. Ja, er lässt ihn auch nicht ran. Genau, ja. Schön. Aber Luis vorbeizukommen ist auch schwer. Hardcore. Er hat auch Körper, der. Oh, easy. The game. Oh, okay. Game. Also, bang, Alter. Starkes Finale. Also, boah. Ja, okay, das hat eigentlich schon sehr viel gezeigt. Ja, auch schon vorher. Also, top. Ja, auf jeden Fall, Finale war für mich deutlich. Sehr deutlich. Ja. Und ich habe den Namen tatsächlich sogar vor dem Finale eingekreist gehabt. Ich kann es dir nochmal hoffentlich sehen. Das hat jeder, glaube ich, gemacht, oder?
Ich habe es auf jeden Fall vor dem Finale schon gehabt, aber das Finale war nochmal eine große Bestätigung. Ja. Ich hoffe, wie gesagt, dass es der Mann ist, aber ich wähle ganz klar Luis für mich ein als mein Pro-Spieler. Auch wie er sich gibt, komplett, nicht nur anhand der Story, sondern auch wie er gespielt hat von A bis Z. Von der ersten Challenge bis zur jetzigen, für mich ganz klar der Gewinner des heutigen Tages. Ist meine persönliche Meinung. Ich hoffe, ihr stimmt mir zu, aber wenn nicht, dann ist eure Entscheidung. Mir ist direkt aufgefallen, Felix war richtig aus dem Puste nach dem 1 gegen 1. Der atmet immer noch stark. Und Luis ist halt so, ja, war halt ein bisschen Ballen so mäßig. Die Fundamentals waren auch echt da. Er hat mit links gefinisht, hat mit rechts gefinisht, hat seine Dreier getroffen. Es sah halt alles sehr einfach aus. Also ich sag auch, Luis, bei dir Fundamentals waren da, du hast immer Vollgas gegeben, das habe ich auch gesehen. Und jetzt stehst du hin, ohne was zu trinken zu holen, ohne alles, auch ohne viel ausatmen so. Man hat gesehen, du hast auf jeden Fall noch Power da. Und du wirkst für mich echt wie so ein richtiger, einfach so ein Spielmacher einfach. Auch Defense, dass du auch im Game so richtig zurücksprintest und da bist. Ja, und auch von der ersten Challenge bis jetzt, wie schon gesagt, immer Vollgas gegeben. Also, ich lock dich auch ein, weil ich sag, das war top. Bei Felix, am Anfang war Felix mein Favorit, sage ich ganz ehrlich, aber er wirkt auf mich wie jemand, der mal Profi war, wie er auch schon gesagt hat, und Knie kaputt gegangen sind oder so und jetzt nicht mehr Profi ist. Einfach weil die Fundamentals waren auch da und es war auch super, aber er war auch so jetzt am Ende sehr schnell außer Atem. Und ich glaube, dass da einfach jetzt so die Ausdauer vielleicht ein bisschen fehlt. Aber zum Beispiel auch Bounce und so war super, aber ich gehe letztlich trotzdem mit Luis. Ja, dann haben wir eigentlich alle Luis gesagt. Also ist schon, als wurde alles gesagt. Ich würde nur noch hinzufügen, dass, also ich finde Felix und Luis haben da gar nicht so einen großen Unterschied, aber in der Defense ist mir das sehr aufgefallen, dass Luis ist immer sehr gut, hat immer sehr gut mitgerechnet, was jetzt passiert in der Offense. Und ja, also ich würde auch für Luis gehen, aber ich bin echt enttäuscht, wenn es Felix ist. Ich würde echt gern wissen, wer der Profi-Basketballer ist. Ja. Ich glaube, der Moment ist jetzt gekommen. Dann darf gerne jetzt der Pro-Spieler, der Pro-Baller bitte nach vorne treten. Ja? Ich mag diese Spielchen. Gutes Auge, Jungs. Ich sag dir ehrlich, bis zum Schluss, dass ich echt Felix ist es. Und dann jetzt im letzten Game hat man dann. Ja. Da hat man einfach gesehen, Basics waren da und auch du hast immer voll Gas gegeben. Und ich glaube, da hat man auch gemerkt, dass bei dir einfach die Ausdauer da ist. Ja, ich würde halt sagen, ihr habt sehr, sehr viele Dinge schon angesprochen. Ich war nicht immer der super talentierteste, aber ich habe halt immer richtig krass verteidigt. Ich habe immer Gas gegeben. Und habe immer versucht, mehr zu trainieren als die anderen und so weiter. Und dann waren vielleicht viel, viel mehr Talente auf dem Weg. Aber im Endeffekt bin ich jetzt durch die harte Arbeit und immer auch im Spiel, versuche immer alles auf dem Feld zu lassen. Seit 8 Jahren halt Profi und das hält mich auch irgendwie am Leben. Das ist immer so das, was mir auch Spaß macht, dass ich mich hier komplett ausleben kann und aufopfern kann. Und da brauche ich jetzt nicht irgendwie der Beste oder Talentierteste zu sein. Ich habe alles mit viel harter Arbeit gemacht. Und deshalb bin ich froh, immer noch hier zu sein und spiele halt echt in Gießen jetzt gerade. Du bist auch gut built. Wir wollen sozusagen halt, ja, hier aufsteigen dieses Jahr und das ist die Challenge. Wie sieht's aus, tabellarisch? Tabellarisch, also die ersten 8 kommen in den Playoffs, dann ist eh immer alles möglich, aber wir sind gerade Vierter. Wir haben 5 Siege, 2 Niederlagen, ganz knapp verloren 2-mal. Einmal auch gegen einen Ungeschlagenen. Und dementsprechend, solange wir mit Heimvorteil, wenn du in den ersten 4 bist und dann mit Heimvorteil in die Playoffs kommst, ist alles möglich. Da ist unsere Halle hinter uns und unsere krassen Fans. Also Luis, ich danke dir nochmal fürs Mitmachen. Ich bin auch extrem gespannt, was die anderen machen. Aber wenn du dich jetzt umdrehst und triffst, bist du ein ganz großer. Money. Money. Oh! 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 Ey! Alter. Oh! Okay, jetzt habe ich alles gesehen. Hast du hier Undercover Curry reingeschmuggelt oder was? Ey! Also, ich habe Basketball spielen in Lich. Angefangen, war dann da mein fast ganzes Leben, bis auf 2 Jahre, die ich hier in Gießen in der zweiten Liga gespielt habe. Bin seitdem wieder in Lich, Regionalliga, und habe da Spaß am Basketball. Knie kaputt? Nee, sah so schlimm aus? Oder? Nein, Quatsch. Aber ist okay, nein, also ich bin aber krass, beruflich viel eingebunden. So. Ja, ich würde jetzt nicht Profi sagen, mein Basketball ist schwierig in der zweiten Liga mit Profi, aber
So, man hat ein bisschen Geld damit verdient und hat Spaß dabei gehabt. So. Zweite Liga ist schon ein Brett. Ja, also, ja, schon sehr geil. Ja. Aber der Korn von euch auf jeden Fall richtig. Ja, ja. 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 Der hat mal höher gespielt. Ja. Ja. Er hatte nicht mehr diesen Hunger, weißt du, ja, diesen ja. Hunger zu gewinnen. Also ich spiele in der U19 Bundesliga und in der Regionalliga in Gießen. Bin in Gießen geboren und aufgewachsen. Ich habe hier meine ganze Jugend gespielt. Genau, ich habe mit 5 angefangen Basketball zu spielen. Ich habe in meinem ersten Jahr NBBL, da hatten wir noch die erste Liga, habe ich da ab und an mal mittrainiert bei der ersten Bundesliga und jetzt ab und an auch mal beim Lewis im Training, meistens donnerstags. Was ist das dein Ziel? So, wenn du dir ein Ziel... Ja, Profi. Also Profi-Basketballer wäre so mein Ziel, aber... In Deutschland oder Amerika schon Deutsch, auch? Nee, Amerika nicht. Ich finde den Basketball in den USA nicht so schön. Ich finde den deutschen Basketball oder den europäischen Basketball viel schöner zu schauen. Ja, Teamplay und nicht ein ISO-Play, wo man dann wieder ein Layup machen kann. Das finde ich wieder nice. Wie alt bist du nochmal? Ich bin 18. 18? Oh shit. Krass. Sehr strong. Krass. Sehr stark. Maschine. Stabil. This is my third season here in Germany. I'm playing for Hanau, which just moved down from Bundesliga to Ring 1. And I'm just trying to move up. To be, you know, Pro A, Pro B, First League, whatever I can get to. Aber er hat dann ist auch quasi Ex-Profi, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, so. Oder? Kann man, wenn er als eine Liga wieder hochgeht, dann ist er wieder Profi. Cam, I like your game, man. Appreciate it. I like it. Your game. Yeah. Appreciate it. Sorry, I'm still learning my German, so I miss a lot, but I'm how long do you stay here in Germany? This is my third season, so I'm usually here for like 9-10 months, go back home. And then come back. Okay, so your whole family is in Los Angeles? Not my whole family, no. I got family all over. Okay, I'm so nice. Thank you. Thank you. Oh, well, schönen Abend noch. Sag gleichfalls. Cam, sag mal bitte was auf Deutsch. Abend Ihnen und Glocke abkennen. Yes, sir, yes, sir. Orkun, jetzt bin ich gespannt, mein Freund. Also ich spiele auch in der Regionalliga, habe in der Jugend auch in der Jugendbundesliga gespielt, dann aber ein bisschen die Lust am Basketball verloren, dann ein bisschen in der Oberliga gespielt. Letztes Jahr kam es dann wieder, dass ich in der Regionalliga gespielt habe mit dem Detorn zusammen. Und da habe ich dem Trainer von der Pro A auch gut gefallen von der Bundesliga, durfte dann da ein bisschen mittrainieren. Habe auch dieses Jahr die Vorbereitung mitgemacht gehabt. Hätte auch einen Profivertrag bekommen, aber ich bin jetzt 24, habe glaube ich ein paar andere Ziele. Und da habe ich mich dann doch dagegen entschieden und spiele jetzt weiter in der Regionalliga für die Gießen Pointers. Was sind so für andere Ziele? Ist das sehr privat oder willst du da was du sonst machst? Nee, also Bachelor fertig machen. Ich habe jetzt ein Startup angefangen mit einem Kollegen zusammen, das ein bisschen hochziehen. Genau, also ein bisschen mehr in die Richtung, was Eigenes aufzubauen, als dann basketballisch was zu machen. Sehr, sehr stark. Danke dir, Orkun. Ja. So, Freunde, ich fand das für die erste Basketball-Folge auf jeden Fall mehr als gelungen. Ich hatte persönlich richtig, richtig viel Spaß. Auch vielen Dank nochmal an meine Jury-Kollegen. Instagram-Kanäle sind eh verlinkt. Gerne auch abchecken. Machen ja auch alle, fast alle Social Media, dass die Jungs auch mal schön am Ball bleibt, auch wenn ihr euch für Basketball interessiert. Luis, sein Instagram-Kanal blenden wir euch natürlich auch ein, dass ihr da auch mal schön im Bilde bleibt. Hoffe, dass ihr auch hier die Glocke aktiviert, den Kanal abonniert, würde ich mich sehr darüber freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut rein, ciao, ciao.